Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute habe ich wieder 4 Call 5 Favoriten in der Aufgebraucht-Edition für euch. Das heißt, ich habe diesmal ganz, ganz, ganz viele Produkte aufgebraucht und werde euch vermutlich nicht alles zeigen, das würde den Rahmen sprengen, aber ich werde euch ganz viel zeigen und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir starten mit diesem Shampoo von Balea, das haben wir erst ganz frisch leer gemacht, haben wir auch zusammen benutzt, also Willi und ich. Das ist ein Shampoo, was die Haare nähren soll und insbesondere für Wintergestress und trockene Haare geeignet sein soll. Ich finde die Formulierung, die ist ähnlich zu den anderen Shampoos aus der Natural Beauty Reihe von Balea. Also ihr findet halt nicht diese sehr stark austrocknenden, reizenden Tenside, aber es sind natürlich dennoch Tenside enthalten. Dann lässt sich ein Öl finden, Panthenol als Feuchtigkeitsbinder und Glycerin und so viel mehr ist da auch gar nicht drin. Irgendwie ist dieses Shampoo vom Geruch her zwar mega genial gewesen, also ich finde, das ist das beste Shampoo vom Duft her aus der Reihe. Riecht so richtig schön süßlich, beerig, aber hat bei mir die Haare enorm schnell nachfetten lassen und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich konnte es immer nicht so gut aus den Haaren rauswaschen. Das klappt mit dem Feuchtigkeitsshampoo aus der Reihe zum Beispiel deutlich besser. Deshalb würde ich das nicht nochmal nachkaufen. Weiter geht's mit diesem Micellenwasser von Nivea. Das ist ein 5-in-1 Micellenwasser für Gesicht, Augen und Lippen. Es enthält keine Parfümierung, soll demnach also auch für empfindliche Haut geeignet sein. Ansonsten ist die Formulierung auch gar nicht so schlecht, finde ich. Also auch hier sind zum Beispiel ein paar Rückfetter in Form von Ölen drin. Panthenol, Glycerin als Feuchtigkeit. Wie gesagt, keine Parfümierung. Allerdings habe ich dieses Micellenwasser irgendwie nicht ganz so gut vertragen. Ihr wisst ja auch, ich benutze Micellenwasser entweder nochmal abschließend nach der Reinigung mit Reinigungsöl oder Reinigungsschaum und wasche es dann auch wieder von der Haut oder benutze es einfach nur für meine Augenpartie, weil ich die Augenpartie mit Öl oder Schaum einfach nicht sauber bekomme beziehungsweise es mir damit irgendwie zu unangenehm ist. Dieses Micellenwasser hat so leicht gebrannt auf der Haut beziehungsweise fühlt es sich nicht so ganz angenehm an. Es ist sehr feucht gewesen, es hat das Augen-Make-up auch gut abbekommen, aber ich habe jetzt ein anderes Nivea Micellenwasser in Anwendung und das vertrage ich deutlich besser. Auch diesen Feuchtigkeitsconditioner habe ich leer gemacht. Das ist einer von Kevin Murphy aus der Reihe für Feuchtigkeit. Hier stecken super viele Rückfetter drin, auch Feuchtigkeitsbinder sind enthalten. Keine Silikone, soweit ich weiß. Also ich habe das auch gekauft, weil mir meine Friseurin empfohlen hatte, vor allem auf Feuchtigkeitsprodukte zu setzen und sie damals auch meine Haare mit Olaplex blondiert hatte. Da muss man ja dann auch ein bisschen aufpassen, welche Pflegeprodukte man benutzt. Und hier ist auch kein Keratin, kein Protein drin. Das heißt, es ist Olaplex-kompatibel. Ich finde diesen Conditioner auch super gut. Also hat meine Haare super schön weich und geschmeidig gemacht. Ließ sich gut auswaschen, hat sie nicht zu sehr beschwert. Hat natürlich einen etwas höheren Preis, aber der war es mir wert. Auch das hier ist definitiv ein Favorit. Kennt ihr wahrscheinlich schon von mir. Ein Sonnenschutz von Garnier, beziehungsweise ein Sonnenschutzspray mit dem Lichtschutzfaktor 50. Das kann man über das Make-up geben. Das heißt, wenn ihr im Sommer zum Beispiel Sonnenschutz appliziert, Make-up auftragt und dann Sonnenschutz reapplizieren wollt, dann könnt ihr das mit diesem Produkt hier super tun. Also ich vertrage es sehr gut. Es weißelt bei mir gar nicht. Man sollte es aber immer gut schütteln vor dem Auftragen und Mund und Nase zuhalten. Nicht einatmen am besten, denn gerade Sonnenschutz sollte man nicht über die Lunge aufnehmen. Hat bei mir einen guten Schutz und ich komme damit super zurecht. Das hier ist wiederum ein Micellenwasser, was ich jetzt auch aussortiert habe. Also ich habe es auch fast leer gemacht. Es ist wirklich nicht mehr viel drin. Es kommt von BB. Soll auch für empfindliche und trockene Haut geeignet sein. Das ist auch ein Micellenwasser, was mir persönlich zu aggressiv auf der Haut war. Es war echt ein bisschen unangenehm, hat auch ein bisschen gebrannt und das habe ich noch weniger vertragen als das Micellenwasser von Nivea, was ich euch gerade gezeigt habe. Also das konnte ich gut leer machen. Bei dem hier hingegen bin ich mir irgendwie nicht sicher, ob meine Haut darauf vielleicht auch mit ein paar Rötungen und so reagiert hat, weshalb ich das jetzt lieber aussortiert habe. Und was ich noch dazu sagen muss, es ist übrigens dafür, dass es für empfindliche Haut geeignet ist, nicht mal parfümfrei, was ein bisschen schade ist. Dann habe ich diese beiden K-Beauty-Produkte leer gemacht. Richtig krasse Favoriten von mir, kann ich euch so sehr ans Herz legen. Einmal von Coste Baja, dieses Acelainsäure-Serum. Enthält 10% Acelainsäure, dann ist Hyaluron enthalten, Vitamin B3 und Vitamin B5, also sprich Niacinamide stecken mit drin, aber auch Feuchtigkeitsbinder wie Panthenol, der hier gar nicht angegeben ist, Grüntee-Extrakt zur Beruhigung, ist auch parfümfrei und wie gesagt, hat
meiner Haut so gut getan. Acelainsäure ist ja auch immer so eine Sache, also findet man in der Drogerie zum Beispiel ja noch nicht so wirklich in einer guten Konzentration, mit einer guten Formulierung. Und hier habt ihr für einen wirklich fairen Preis eine super Dosierung an Acelainsäure und einfach eine super schöne Formulierung, ein super schönes Produkt. Das habe ich jetzt schon ein bisschen länger aufgebraucht. Es war meiner Meinung nach, also in meiner Erinnerung zufolge, ein bisschen dickflüssiger, ein bisschen öliger schon fast. Ließ sich sehr gut auf der Haut auftragen oder auf die Haut auftragen. Ich habe es immer nachts benutzt, weil es, wie gesagt, schon ein bisschen reichhaltiger war. Und ich habe weder darauf reagiert, noch war es irgendwie unangenehm. Ganz im Gegenteil, es hat sich sehr, sehr schön angefühlt und hat meine Haut richtig schön rein oder ebenmäßig so gemacht. Coste Baja hat ja tatsächlich jetzt auch X-Skincare für sich entdeckt. Und da bin ich echt mal stolz, dass ich mal diese Skincare-Brand vor ihm gefunden habe und auch er die jetzt so hyped. Gibt es übrigens bei Yesdai zu kaufen. Da habe ich auch wieder einen Code für euch bekommen. Ich packe euch den Link dazu in die Infobox, denn auch dieses Produkt habe ich ja bei Yesdai bestellt. Daran könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Und das ist auch sowas von genial. Ich habe es eigentlich für Willi bestellt. Jetzt haben wir es aber auch immer beide zusammen benutzt. Deshalb war es dann doch auch recht schnell leer. Es ist eine Creme für die Hautbarriere. Das heißt, wenn ihr zu sehr empfindlicher Haut neigt oder vielleicht auch eure Hautbarriere einfach sehr gestört ist, dann könnt ihr diese Creme richtig gut anwenden. Also ich hatte euch ja erzählt, dass Willi jedes Hautpflegeprodukt, was ich ihm gegeben habe, nicht vertragen hat. Er hat da immer drauf reagiert, beziehungsweise hat immer gesagt, dass seine Haut so sehr brennt. Und das war dann das erste Produkt, bei dem es nicht mehr so war. Ich hatte ihm auch andere Barrierecremes gegeben, die eben nicht so funktioniert haben. Die hier war wirklich super verträglich. Die ist super schön rückfettend und feuchtigkeitsspendend, ist auch parfümfrei. Also damit tut ihr eure Haut auch wirklich was Gutes. Und ich finde auch, die eignet sich vor allem für die Nacht, weil sie auch so ein bisschen reichhaltiger ist und die Haut einfach bei der Regeneration unterstützen kann. Auch dazu packe ich euch den Link mal in die Infobox. Ich habe eigentlich auch, ich finde ihn aber nicht mehr, den Sonnenschutzstick von Isntree aufgebraucht. Eigentlich dachte ich, habe ich den in diese Tüte gepackt. Den gibt es auch bei Yesdai. Wie gesagt, wenn ihr eine Yesdai-Bestellung jetzt macht, dann denkt dran, auch immer auf Sonnenschutzprodukte zu gucken. Die haben so ein breites Sortiment an Sonnenschutzprodukten. Also gerade die K-Beauty-Sonnenschutzprodukte sind einfach genial. Dieser Sonnenschutzstick ist ja auch schon lange eine Empfehlung. Auch dieses Shampoo ist leer gegangen. Das ist eigentlich ein Babyshampoo, also es soll besonders mild sein. Panthenol enthalten, also damit wird geworben. Es ist auch Panthenol mit drin, neben Urea zum Beispiel auch oder Milchsäure. Das sind ja auch beides Feuchtigkeitsbinder. Bei Urea ist es tatsächlich so, dass Urea zwar ein sehr schöner Feuchtigkeitsbinder ist und ja auch so eine rückfettende Wirkung hat. Allerdings muss man bei Urea aufpassen, wenn da eine bestimmte Konzentrationsgrenze überschritten wird, dann kann das bei offenen Hautstellen zum Beispiel immer brennen. Ist vielleicht bei der Kopfhaut eher unüblich, aber als kleiner Tipp. Was ich hier dran wieder sehr gewöhnungsbedürftig finde, ist das Parfüm, was da enthalten ist. Wie gesagt, gerade bei Babyprodukten muss das überhaupt nicht sein oder sollte es auch einfach nicht sein. Aber es ist immerhin eine milde Parfümierung. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was davon rieche. Ja, es riecht so typisch nach Babyprodukt. Es ist natürlich ein mildes Shampoo, es reinigt schon ein bisschen. Aber es ist eher was für jeden Tag und nicht für diejenigen von euch, die vielleicht nur selten die Haare waschen und viele Styling-Produkte benutzen. Auch diese beiden Seifen haben wir aufgebraucht. Das ist einmal die Seife von Tesori, also mit Rose und Labdanum, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie man es ausspricht. Aber ich finde den Duft richtig toll. Ich habe davon ja auch ein Parfüm und das ist für mich einer der schönsten Düfte, die Tesori so im Sortiment hat. Riecht sehr cremig, süß und gleichzeitig pudrig, wie so ein Milchbad irgendwie. Die Seife allerdings riecht deutlich schwächer als das Parfüm. Finde ich jetzt natürlich prinzipiell nicht schlimm, aber der Duft ist mir schon echt fast zu schnell verflogen, obwohl es eine Seife ist. Sie war auch nicht super reichhaltig, aber angenehm. Und auch diese Seife ist dafür, dass sie so reichhaltig sein soll, nicht besonders reichhaltig, würde ich sagen. Hier wird nämlich damit geworben, dass sie nicht austrocknen soll, riecht oder soll auch nach Mandelblüte riechen. Hier nehme ich einen komplett anderen Duft wahr. Der Duft ist sehr angenehm, riecht so frisch, blumig und gleichzeitig hat so eine schwere, süße Note. Ist schon besonders, aber hätte ich jetzt irgendwie vom Duft her einfach ganz anders erwartet.
aber auch eine völlig solide Seife. Auch dieser Concealer von L'Oreal aus der Infallible-Reihe ist jetzt leer. Das ist einer, der sehr stark deckend sein soll und einen sehr breiten und großflächigen Applikator hat. Dadurch zeichnet er sich auch aus. Es ist nämlich ein schönes Dupe zu dem Tarte-Concealer, der ja auch sehr gehypt ist. Tatsächlich aber nicht nur, weil er einen ähnlichen Applikator hat, sondern auch durch den Effekt. Denn das ist ein Concealer mit einer sehr, sehr hohen Deckkraft. Also ihr könnt damit wirklich starke Unebenheiten oder dunkle Stellen gut kaschieren. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, dass der recht matt ist und recht austrocknend. Also wahrscheinlich nicht auf jeder Haut gut funktioniert, auch nicht auf jedem Make-up. Das sollte man testen, beziehungsweise auch nicht auf jeder Foundation. Ich fand ihn jetzt vor allem auch für die Videodrehs immer richtig gut, weil er, wie gesagt, so schön deckend ist. Man ihn dennoch gut einarbeiten kann, er nicht zu schnell antrocknet. Und ich habe hier die Farbe 327. Auch das ist ein Favorit von mir, kennt ihr ja wahrscheinlich von Rexona aus der Maximum Protection Reihe, dieser Antitranspirant mit der Geruchsrichtung Clean Scent. Also hat einen sehr clean, sehr frischen Duft, beziehungsweise finde ich, riecht er auch so ein bisschen seifig wieder. Es ist ein Antitranspirant, der einen sehr, sehr hohen Schutz bietet. Also wenn ihr zu Geruch oder zu einer sehr hohen Schweißproduktion neigt, dann solltet ihr euch generell mal die Maximum Protection Reihe von Rexona anschauen. Da sind wirklich schöne Lösungen für diese Probleme im Sortiment von Rexona vorhanden. Hat noch gefehlt das Wort. Bei diesem Antitranspirant ist der Vorteil, dass er zum Beispiel Klamotten nicht zu stark verfärbt. Das haben mir einige von euch geschrieben, dass sie das Problem bei den Sticks zum Beispiel aus der Maximum Protection Reihe haben und deshalb lieber diese Form hier nutzen. Ich finde, der Stick ist noch ein bisschen besser vom Schutz her, aber der hier ist natürlich vom Gesamtpaket einfach super. Warum ich mir diese Trockenshampoos, also in der kleinen Version, immer wieder nachkaufe, ist mir auch ein Rätsel eigentlich. Bin jedes Mal wieder enttäuscht. Aber Batiste an sich ist eine ganz tolle Marke. Also die bringen für mich die besten Trockenshampoos immer auf den Markt. Und auch diese Kirschvariante finde ich angenehm. Riecht gar nicht wirklich nach Kirsche, ist ein ganz, ganz frischer, fruchtiger Duft, ja, aber wie gesagt, ich nehme da kaum den Kirschduft wahr. Lässt meine Haare ganz schnell frisch und voluminös erscheinen, aber diese Mini-Versionen sind eigentlich, ja, nicht so schlau durchdacht, weil sie sehr teuer sind und da so wenig Produkt drin ist, dass man vielleicht zweimal was davon hat und das Ganze dann aufgebraucht ist und der Preis Unterschied zu der großen Größe, von der man deutlich länger was hat, ist eben nicht so groß. Deshalb ergibt es eigentlich nicht so viel Sinn, die immer wieder nachzukaufen. Aber für Reisen sind die halt einfach viel, viel praktischer, weil sie so schön klein sind und sich besser mitnehmen lassen. Es geht weiter mit Shampoos. Ich habe so viele Shampoos aufgebaut, habe ich ja gesagt. Einmal haben wir hier noch ein Shampoo von Ela. Das ist das Feuchtigkeitsshampoo für normale bis trockene Haare. Auch das habe ich zusammen mit Willi benutzt, denn auch das ist ein Shampoo, was eigentlich von der Formulierung her wirklich in Ordnung ist. Also ich finde es jetzt nicht besonders beanspruchend oder strapazierend für die Haare. Auch hier stecken recht reizende Tenside drin, die aber durch mehrere Öle oder Feuchtigkeitsbinder abgeschwächt werden. Es lassen sich Duftstoffe und eine Parfümierung finden. Finde ich, riecht man jetzt gar nicht so stark. Also es ist ein sehr pudriger Duft irgendwie. Aber auch hier war es bei mir gerade anfangs so, dass es sehr schwer auf meinen Haaren wirkte. Also es sah so aus, als hätte es die Haare beschwert und als ob es sich nicht so gut auswaschen ließ. Also auch das ist einfach, finde ich persönlich zumindest, nicht für sehr starke Verschmutzungen geeignet und auch nicht für sehr fettige Haare. Aber auch gleichzeitig nicht für die jeden Tag Reinigung, weil es nicht so mild ist, dass man es wirklich problemlos jeden Tag benutzen kann. Aber ich weiß, dass es ganz, ganz viele wirklich gut finden. Diese Shampoos von Balea finde ich richtig gut. Also gerade das Feuchtigkeitsshampoo habe ich euch schon ganz oft empfohlen. Also das Standard-Feuchtigkeitsshampoo von Balea, was ja vom Design her genauso aussieht. Das ist jetzt das Seidenglanz-Shampoo, das sehr, sehr ähnlich formuliert ist. Auch hier stecken schöne Feuchtigkeitsbinder wie Panthenol, Niacinamide, Glycerin drin. Die recht reizenden Tenside werden also auch hier wieder gut abgeschwächt. Milchsäure ist sogar auch noch mit enthalten. Es unterscheidet sich von der Formulierung her auch nicht so stark von dem Feuchtigkeitsshampoo von Balea, aber ich würde wahrscheinlich dennoch jetzt wieder auf das Feuchtigkeitsshampoo zurückgreifen, wenn ich es nachkaufe. Der Duft ist auch hier aber ganz
angenehm, pudrig, blumig, nicht zu aufdringlich. Von Rival Loves Me habe ich diese Lidschattenbase aufgebraucht. Das ist die Matte. Gibt es auch für glänzende, schimmernde Augenlider sozusagen. Also da sind dann einfach so ein paar Schimmerpartikel enthalten. Die Matte Base finde ich aber richtig, richtig gut. Also die Schimmervariante funktioniert nicht ganz so gut wie diese hier. Weiß ich gar nicht warum, weil die vermutlich ja auch ähnlich formuliert sind. Ich habe es aber noch nicht verglichen. Die matte Base ist aber richtig, richtig schön, weil sie den Lidschatten erstens richtig gut haltbar macht, da gar nichts in die Augenfalten, Lidfalten kriecht oder irgendwas verrutscht und die Lidschattenfarben natürlich stärker erscheinen. Es wirkt auch erstmal so, als wäre da nicht so viel drin. Ich finde, man hat aber schon eine ganze Weile was davon und man kann es auch wirklich gut mit dem Finger auf den Lidern verteilen. Auch diese beiden Haaröle sind jetzt leer. Das ist einmal die alte Variante von Balea aus der Beautiful Long Reihe. Ein Haaröl auf Silikon- und Ölbasis. Und das hier ist ja die neue Variante aus der Glossy and Long Reihe. Also es ist die gleiche Reihe, die sozusagen eine neue Aufmachung bekommen hat. Ich finde erstaunlicherweise, obwohl sich die Formulierung nicht geändert hat oder nur ein Inhaltsstoff oder so, das hatte ich euch ja vor kurzem mal erzählt, dass die neue Variante viel, viel besser funktioniert. Also dieses Haaröl ist auch ein schönes Haaröl, aber das hat meine Haare nicht so weich und nicht so lange geschmeidig gehalten wie dieses Haaröl. Also das ist nicht so beschwerend, macht die Haare wie gesagt trotzdem richtig geschmeidig, fühlt sich richtig gut in den Haaren an, riecht so ein bisschen nach Kaugummi, ist leider auch viel zu schnell leer, aber kann ich viel mehr empfehlen. So, und dann habe ich hier noch zwei Augenbrauenstifte. Das ist einmal ein Augenbrauenstift von NYX, also dieser Micro Brow Pencil in oder mit dieser super dünnen, präzisen Spitze in der Farbe Blond. Und von Chanet Up habe ich sozusagen dasselbe Produkt, also das gleiche Produkt, in der Farbe 010. Hier kann ich ganz ehrlich sagen, von der Farbauswahl her mag ich NYX eigentlich ein bisschen lieber, weil die auch hellere Farben im Angebot haben. Chanet Up hat sehr gut pigmentierte Lippenstifte, wollte ich gerade sagen. Nein, das sind Augenbrauenstifte. Meiner Meinung nach auch besser pigmentierte als die von NYX. Aber dafür sind mir die Farben ein bisschen zu dunkel und auch ein bisschen zu stark dann eben pigmentiert. Obwohl ich es natürlich toll finden würde, wenn die Farben etwas heller wären und eine genauso gute Pigmentierung hätten. Beide brauchen sich ähnlich schnell auf, haben aber diesen schönen dünnen Applikator, mit dem sich die Augenbrauenhärchen ganz toll nachzeichnen lassen und Lücken gut auffüllen lassen. Im direkten Vergleich hat der von NYX schon deutlich länger gehalten, fällt mir jetzt auf. Also ich hatte von dem von NYX deutlich länger etwas, aber die Pigmentierung und die Wirkung von Chanet Up fand ich ein bisschen besser. Die Farbe bei NYX wiederum. Dennoch würde ich sagen, dass die Farbe von NYX auch wieder schon fast ein bisschen zu hell war und man die durch die geringe Pigmentierung deshalb auch nicht so doll gesehen hat. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.